Ich grüße Sie, liebe Freunde des Schiller-Instituts, wo auch immer Sie auf der Welt sein mögen. Dies sind wirklich außergewöhnliche Zeiten. Wenn der gewöhnliche Bürger irgendeines Landes sich bewusst wäre, wie nahe wir tatsächlich an einem Atomkrieg sind, der, wenn er eintreten würde, zur Vernichtung der Zivilisation führen würde, bin ich sicher, dass es eine Weltrevolution geben würde. Wir hatten einen extrem gefährlichen Moment am 13. April dieses Jahres, als zwei US-Kriegsschiffe im Begriff waren, in das Schwarze Meer einzufahren und sich eine große Menge russischer Truppen an der ukrainischen Grenze versammelte. Nun, zu diesem Zeitpunkt wurde ihnen gesagt, dass sie mit dem Feuer spielen und die beiden US-Schiffe drehten um. In der Folge kam es zu einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Biden und Präsident Putin, weil man offensichtlich die Notwendigkeit eines solchen strategischen Dialogs erkannt hatte. Bei diesem Gipfeltreffen wurde eine sehr wichtige Bestätigung vorgenommen, nämlich der berühmte Satz, der damals zwischen Präsident Reagan und Präsident Gorbatschow gesprochen wurde, dass kein Atomkrieg jemals gewonnen werden kann und deshalb auch nie geführt werden darf. Dann, in einer typisch britischen, provokativen Art und Weise, als wollte man diesen Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sabotieren, bevor er sich zu einer tatsächlichen Beziehung zur Herstellung strategischer Stabilität entwickeln kann, verletzte am 23. Juni ein Zerstörer der britischen Royal Navy, den Dennis gerade erwähnte, die HMS Defender, die russischen Hoheitsgewässer im Schwarzen Meer in der Region von Kap Fiolent. Nun gaben russische Grenzpatrouillenschiffe Warnschüsse ab und russische Jets begannen einen Warnbeschuss auf den Bewegungspfad der HMS Defender. Nicht auf das Schiff selbst, aber auf den Bewegungspfad und zwangen das britische Kriegsschiff auf diese Weise, die Hoheitsgewässer der Russischen Föderation zu verlassen. Dies löste jedoch in allen Hauptstädten und militärischen Hauptquartieren der Welt Alarm aus, weil man erkannte, wozu dies hätte führen können. Konstantin Gavrilov, der Leiter der Delegation der Sicherheits- und Rüstungsverhandlungen in Wien, sagte, ich habe die ehemaligen Herrscher der Wellen, gemeint ist das britische Empire, gewarnt, das nächste Mal werden die Bomben nicht vor dem Ziel, sondern auf das Ziel abgeworfen. Zitat Ende. Dies wurde auch vom stellvertretenden Außenminister Ryabkov bestätigt. Dies war nicht der einzige Vorfall, aber mit Sicherheit der provokativste. Im letzten Monat des vergangenen Jahres hatten wir ein ganzes Muster von beinahe Zusammenfällen oder Zwischenfällen in der Luft gesehen, beinahe Zusammenstöße von NATO-Jets und russischen Schiffen im letzten Jahr entlang der russischen Grenze. Dann sind sich die Menschen auch des Damoklesschwertes der Provokationen rund um die taiwanesischen Unabhängigkeitsbestrebungen bewusst, auf die möglicherweise eine chinesische Militäraktion und ein möglicher Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China folgen könnte. Es ist existenziell zu verstehen, warum dies geschieht und was getan werden muss, um eine ansonsten absehbare Katastrophe zu vermeiden. Glaubt man den westlichen Mainstream-Medien oder Regierungen, dann stehen sie auf der richtigen Seite der Geschichte. Sie sind die Verteidiger der regelbasierten Ordnung, der freien Welt und der westlichen Werte gegen autokratische Regime wie Russland und China, die eine Menschenrechtsverletzung nach der anderen begehen, ihre politischen Gegner vergiften, ihre Bevölkerung in Überwachungsstaaten unterdrücken und so weiter und so weiter. Aber was es für den normalen Bürger so schwierig macht, ist, dass in der letzten Zeit jeglicher Standard der historischen Wahrheit verschwunden ist. Was wir stattdessen sehen, ist ein Kampf um die Kontrolle der verschiedenen Narrative. Narrative ist eine willkürliche Darstellung von etwas. Kürzlich
diskutierten sie in der Global Times, dass die Vereinigten Staaten China anders machen und dass dies ein Vorspiel für einen Konflikt um Taiwan wäre. Dann zitieren sie das Merriam-Webster-Wörterbuch, um zu erklären, was Othering bedeutet, nämlich eine andere Kultur als eine große einheitliche Masse erscheinen zu lassen, anstatt als eine vielfältige Gruppe von Individuen. Diese Gruppe als weniger menschlich erscheinen zu lassen als die eigene Gruppe. Man kann auch sagen, jemand anders zu machen oder ein anderes Land anders zu machen, bedeutet, ein Feindbild für einen kommenden Krieg zu schaffen. Das ist es, was wir bei den jüngsten Anti-China- und Anti-Russland-Kampagnen beobachten können. Teil dieser Kontrolle des Narrativs ist natürlich auch die Interpretation der jüngsten Geschichte. Auf diese Weise zählen sie auf das sehr kurze Gedächtnis der Bürger und veröffentlichen Narrative wie Putin hat die Krim annektiert. Und nach dieser Logik ist das britische Kriegsschiff natürlich nicht in die Hoheitsgewässer der Russischen Föderation, sondern in der Ukraine eingedrungen. Und das wäre rechtlich dann völlig in Ordnung. Ein weiteres solches Narrativ lautet, die NATO hat der Sowjetunion oder Russland nie versprochen, sich nicht nach Osten auszudehnen. Schauen wir uns das einmal an. Erst vor ein paar Wochen hat das britische Royal Institute of International Affairs, auch Chatham House genannt, im Mai einen Bericht mit dem Titel Myths and Misconceptions in the Debate about Russia veröffentlicht. Sie machten sich daran, 16 Mythen zu entlarven. Insbesondere Mythos Nummer 3 über Russland, dass der Westen Gorbatschow in den Diskussionen um die deutsche Wiedervereinigung nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 versprochen habe, die NATO niemals nach Osten zu erweitern. Hier sehen Sie ein Bild von Gorbatschow und verschiedenen anderen Gesprächspartnern zu dieser Zeit. Laut dem Nationalen Sicherheitsarchiv an der George Washington Universität haben sie 2017 einen Bericht veröffentlicht, dass es 30 klassifizierte Dokumente mit dem Titel NATO Expansion, What Gorbachev Heard gibt, die den klaren Beweis haben, dass Gorbatschow mehrfach versprochen und getäuscht wurde. Zum Beispiel hat der Dolmetscher des sowjetischen Außenministers Schewardnadze, Stepanow Marmeladze, in seinen Notizen vom Februar 1990 die Zusicherung des US-Außenministers Baker an Schewardnadze während der Open-Sky-Konferenz in Ottawa wiedergegeben. Und wenn ein vereinigtes Deutschland in der NATO bleibt, sollten wir darauf achten, dass es nicht zu einer Ausdehnung der Zuständigkeit nach Osten kommt. Auch Präsident George H.W. Bush versicherte Gorbatschow auf dem Malta-Gipfel im Dezember 1989, die USA würden die Revolutionen in Osteuropa nicht ausnutzen, um sowjetischen Interessen zu schaden. Auch der deutsche Außenminister Genscher hielt am 31. Januar 1990 im bayerischen Tutzing eine große Rede, dass der deutsche Einigungsprozess nicht zu einer Beeinträchtigung sowjetischer Sicherheitsinteressen führen dürfe. Deshalb solle die NATO jede Ausweitung ihres Territoriums nach Osten, also ein Heranrücken an die sowjetische Grenze, ausschließen. Die Formulierung näher an die sowjetische Grenze wurde in den Verträgen nicht erwähnt, das ist richtig. Aber sie wurde in mehreren Memoranden und Gesprächen zwischen den Sowjets und den höchsten Gesprächspartnern wie Genscher, Kohl, Baker, Gates, Bush, Mitterrand, Thatcher, Major, Werner und auch Botschafter Matlock und Telchik und anderen erwähnt. Dies ist ein Memorandum, das Gorbatschow am 9. Februar 1990 an Baker schrieb. Baker sagte,
Der Präsident und ich haben deutlich gemacht, dass wir keinen einseitigen Vorteil in diesem Prozess suchen. Hier auf der linken Seite sehen Sie das Faksimile dieser Notizen. Gorbatschow sagte Kohl am 10. Februar 1990, dass die Zukunft Deutschlands im gemeinsamen europäischen Haus wichtiger sei und deshalb die Tutzing-Formel von Genscher relevant sei. Kohl seinerseits versicherte Gorbatschow, dass die NATO ihren Wirkungskreis nicht ausweiten wolle. Und es war damals sogar von einer Sicherheitsstruktur unter Einbeziehung der Sowjetunion die Rede. Es gibt 30 solcher Dokumente. Und die Führung der Europäischen Union, die damals an diesen Prozessen beteiligt war, hat offensichtlich entweder eine politische Amnesie oder sie lügt, wenn sie auf das Gegenteil besteht. Nun sind wir, die LaRouche-Bewegung, keine Kommentatoren dieser Zeit, denn wir haben eine sehr aktive Rolle gespielt, indem wir eine wirtschaftliche Lösung für die Krise nach dem Fall der Mauer im Januar 1990 präsentiert haben. Wir präsentierten das produktive Dreieck Paris, Berlin, Wien. Das war die Idee, wirtschaftliche Entwicklung durch Korridore in die Länder des Comecon zu bringen. 1991 präsentierten wir die Eurasische Landbrücke, die ein Friedensplan für das 21. Jahrhundert hätte sein können, der nun in Form einer neuen Seidenstraße ins Leben gerufen wird. Doch während diese Versprechungen gemacht wurden, waren die Pläne für eine unipolare Welt bereits in Vorbereitung. Die Neokonservativen in den Vereinigten Staaten gründeten das PNEC, das Project for a New American Century. Sie planten die Wiederherstellung einer unipolaren Welt mit Farbrevolutionen und Regimewechsel. Dann gab es die berühmte Rede des britischen Premierministers Blair 1999 in Chicago, in der er praktisch sagte, von nun an ist der Westfälische Friede obsolet, das Völkerrecht gibt es nicht mehr. Stattdessen haben wir das Recht zu schützen. Wir werden humanitäre, interventionistische, endlose Kriege haben. So ging es also weiter. Und als Putin kürzlich in seinem Artikel zum 80. Jahrestag des Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 an diese gebrochenen Versprechen erinnerte, sagte er, es habe 5 Wellen der NATO-Erweiterung gegeben, auch in die ehemaligen Sowjetrepubliken. 14 neue Länder traten der NATO bei und viele Länder wurden vor die künstliche Wahl gestellt, entweder mit dem kollektiven Westen oder mit Russland zu gehen. Es war dieser Prozess, der zu der Ukraine-Tragödie von 2014 führte, wo der Westen offen einen Putsch unterstützte, der Nazis in eine Machtposition in der Regierung und in der Armee brachte. Wir alle erinnern uns an die berüchtigten Worte von Victoria Nuland, die damit prahlte, dass das State Department bis zu diesem Moment 5 Milliarden Dollar für NGOs in der Ukraine ausgegeben hatte. Und die Abstimmung der Menschen auf der Krim, sich Russland anzuschließen, war das Ergebnis und die Antwort auf diesen Nazi-Putsch in Kiew. Und die Geschichte muss aufgearbeitet werden. Insgesamt betrug die NATO-Osterweiterung zwischen 800 Kilometern, nämlich von der Grenze Westdeutschlands bis zur polnischen Ostgrenze zu Weißrussland, und 1000 Kilometern zwischen der norwegischen Ostgrenze bis zur Grenze von Estland. Die Idee einer unipolaren Welt, die auf der besonderen Beziehung zwischen den Briten und den Vereinigten Staaten beruht, hat die Vorstellung, dass die ganze Welt unter der Globalisierung, einem globalen Imperium, geführt werden soll.
Und natürlich sagte Fukuyama damals, 1989, dass dies das Ende der Geschichte sein würde, dass die ganze Welt das westliche demokratische Modell übernehmen würde. Nun liegt es in der Natur von Imperien, dass sie dazu neigen, sich zu überdehnen. Und genau das ist passiert. Es gibt einen signifikanten Rückschlag. Man sollte sich die Frage stellen, ob all diese endlosen Kriege, die seither geführt wurden, es wirklich wert waren. Waren sie alle im Interesse der Vereinigten Staaten oder nicht? Lassen Sie uns einen Blick auf ein paar davon werfen. Nun, die Vereinigten Staaten und die NATO sind dabei, die meisten ihrer Truppen aus Afghanistan nach 20 Jahren Krieg abzuziehen. Schon 2019, man sollte sich erinnern, veröffentlichte die Washington Post die Afghanistan Papers. Das waren 2000 Seiten, die durch ein Freedom of Information Act Verfahren beschafft wurden und in denen 400 Insider befragt wurden, die schonungslos über die Lügen des angeblichen Erfolgs in Afghanistan berichten. Die absolute Inkompetenz bei der Führung dieses Krieges, in dem bis 2019 2400 US-Soldaten ihr Leben verloren, 20.589 Militärs verwundet wurden und insgesamt 157.000 Menschenleben zu beklagen waren. Diese Afghanistan Papers zitieren zum Beispiel Rumsfeld, der sagte: "Ich habe keine Ahnung, wer der Feind ist." Sie zitieren General Lute: "Wir hatten keine Ahnung, womit wir es zu tun hatten, was wir erreichen sollten." Auch nach der Veröffentlichung der Afghanistan Papers wurde die NATO-Präsenz in Afghanistan noch 2 Jahre lang fortgesetzt. Kürzlich sagte der pakistanische Premierminister Imran Khan Nein zu der Bitte der Vereinigten Staaten, Stützpunkte in Pakistan zu richten, um von dort aus Operationen innerhalb Afghanistans durchzuführen. Wenn die mächtigste Militärmaschinerie der Geschichte nicht in der Lage war, diesen Krieg in 20 Jahren zu gewinnen, machte es offensichtlich keinen Sinn, Basen in Pakistan zu haben, um diesen fortzusetzen. Lassen Sie uns einen anderen Fall betrachten. Wir alle erinnern uns, dass Nancy Pelosi in ihrer von CNN berichteten Townhall-Sitzung am 5. Dezember 2019 auf Nachfrage eines Zuhörers zugab, dass sie in ihrer Eigenschaft als ranghöchstes Mitglied des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus wusste, dass die Grundlage für den Irakkrieg falsch war. Sie sagte: "Also ich wusste, dass es keine Atomwaffen im Irak gab. Sie waren einfach nicht da. Die Gang of Four, das ist die Gruppe, die normalerweise im Kongress über Geheimdienstangelegenheiten informiert wird, alle Geheimdienstinformationen, die sie hatten, die Geheimdienstinformationen haben das nicht gezeigt. Das war der Fall. Also wusste ich, dass es eine falsche Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit war." Es ist ganz klar, dass, wenn Pelosi es wusste, das ganze Kabinett der Bush-Regierung es wissen musste. Am 5. Februar präsentierte Außenminister Colin Powell vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dass er solide Beweise für Massenvernichtungswaffen habe, die von Saddam Hussein heimlich eingesetzt würden. Eines der beunruhigendsten Dinge, die wir aus den dicken Geheimdienstakten haben, die wir über biologische Waffen des Irak haben, ist die Existenz von mobilen Produktionsanlagen, die zur Herstellung von biologischen Kampfstoffen verwendet werden. Lassen Sie mich Ihnen einen Einblick in diese Akte geben und mit Ihnen teilen, was wir aus Augenzeugenberichten wissen. Wir haben Beschreibungen aus erster Hand von biologischen Waffenfabriken auf Rädern und Schienen. Die Lastwagen und Waggons lassen sich leicht bewegen und sind so konstruiert, dass sie sich der Entdeckung durch Inspektoren entziehen. In wenigen Monaten können sie eine Menge an biologischem Gift produzieren, die der gesamten Menge entspricht, die der Irak in den Jahren vor dem Golfkrieg produziert haben will. Nun, ich weiß nicht, wie Colin Powell mit sich selbst leben kann, denn wie Lawrence Wilkerson andeutete, wussten sie alle im Voraus,
und Pelosi gab es zu, dass dies Lügen waren. Laut Lawrence Wilkerson, der damals Stabschef von Powell war, soll Powell in sein Büro gekommen sein und zu ihm gesagt haben, Zitat, ich frage mich, wie wir uns fühlen werden, wenn wir 500.000 Truppen in den Irak schicken und sie von einem Ende zum anderen durch das ganze Land marschieren und nichts finden. Im Irakkrieg starben zwischen 150.000 und 1 Million Menschen, je nachdem, wessen Statistik man betrachtet. Dieser Krieg hat 2,1 Billionen Dollar gekostet. Das ist nur der Irak. Bis zum heutigen Tag ist das Land absolut verwüstet. Lassen Sie uns einen anderen Fall betrachten. Wir haben jetzt den Jahrestag der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere, einer streng geheimen Studie über den Krieg in Vietnam, die laut der New York Times bewies, dass die Johnson-Regierung die Öffentlichkeit und den US-Kongress systematisch belogen hatte. Daniel Ellsberg, einer der Autoren dieses Berichts, ließ die Papiere der New York Times und der Washington Post zukommen. Nach der einstweiligen Verfügung durch das Justizministerium wandte er sich an mehrere amtierende Mitglieder des Kongresses, die ihn jedoch abwiesen. Er gab diese Papiere dann an Senator Mike Gravel, der sie in einer spektakulären Aktion in die Kongressakten einlas. Mike Gravel ist aus diesem Grund ein Held und wir grüßen ihn, weil er mit dem Schiller-Institut an sehr wichtigen Themen gearbeitet hat. Präsident Johnson hatte argumentiert, dass das Ziel des Vietnamkriegs darin bestand, ein unabhängiges, nicht-kommunistisches Vietnam zu sichern. Aber sowohl der stellvertretende Verteidigungsminister John McNaughton als auch der Verteidigungsminister selbst, Robert McNamara, gaben zu, dass das eigentliche Ziel darin bestand, China einzudämmen. Die Administration hatte heimlich den Umfang der Operation mit Küstenangriffen auf Nordvietnam und Angriffen des Marinekorps erweitert, was von den Mainstream-Medien alles geschwärzt wurde. Wie die ganze Welt weiß, war auch dieser Krieg ein völliges Desaster. Vor kurzem schrieb der 90-jährige Ellsberg über eine andere Intervention. Denn in der gleichen Zeit der Pentagon Papers kopierte Ellsberg auch eine andere geheime Studie, die zeigte, wie ernst das amerikanische Militär die Gefahr eines Atomkriegs während der Taiwan-Krise 1958 nahm. Diese Studie blieb 50 Jahre lang fast unbemerkt, bis Ellsberg sie 2017 online veröffentlichte, worauf die New York Times letzten Monat hinwies. Der Kontext dafür ist die aktuelle Aufheizung der Krise um Taiwan. Diese älteren Kriegsspiele zeigten, dass die Chinesen einen konventionellen Krieg um Taiwan gewinnen würden und dass dies die Frage aufwerfen würde, ob die Vereinigten Staaten auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen würden, so wie es die US-Kommandeure bei diesem Vorfall 1958 in Betracht gezogen hatten. Eine redigierte, teils geschwärzte Studie über die Krise von 1958, die 1966 von Morton Halperin für die Rand Corporation geschrieben wurde und 1975 mit einer entfernten Passage als geheim eingestuft wurde, legt nahe, dass hochrangige Militärs, einschließlich des Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, General Nathan Twining, der Meinung waren, dass der Einsatz von Atomwaffen unvermeidlich war. Nukleare Angriffe tief in China wären eine notwendige Reaktion. Ellsberg forderte daher mehr Whistleblower auf, sich über die gegenwärtige Debatte im US-Militär über diese Dinge zu äußern. Ein solcher Whistleblower tat dies. Franz Gale, der bis vor kurzem als wissenschaftlicher Berater des US Marine Corps im Pentagon tätig war, veröffentlichte 2 Meinungsartikel oder Op-Eds
in der mehr oder weniger offiziellen chinesischen Regierungszeitung Global Times. Der Titel des einen lautet: Warum die USA einen Krieg mit China um die Insel Taiwan verlieren werden. Die Washington Post vom 13. Juni berichtet darüber und auch über geopolitische Debatten im Pentagon, dass wir möglicherweise in einen Krieg zwischen den USA und China schlafwandeln. Franz Gehl sagt: Warum sollte ich einen Meinungsartikel für eine kommunistische Zeitung schreiben? Und ist das nicht unerhört für einen Beamten? Dann bezieht er sich auf die Debatten, ob die Vereinigten Staaten ihre langfristige Strategie in Bezug auf Taiwan von strategischer Zweideutigkeit zu strategischer Klarheit ändern sollten. Dass die Vereinigten Staaten Taiwan verteidigen werden, was viele Jahre lang zweideutig blieb und nun angeblich sicher werden soll, wenn ein Krieg ausbricht. Offensichtlich gab der Taiwan Relation Act den abtrünnigen Sezessionisten eine Ermutigung. Und das im Gegensatz zu den USA, die den Verbündeten Vietnam aufgaben, nachdem dort 60.000 Amerikaner getötet worden waren. China würde angesichts der Geschichte der letzten 200 Jahre niemals aufgeben, argumentiert Franz Gehl. Gehl ist inzwischen suspendiert vom Dienst. Er hat keine Sicherheitsfreigabe mehr. Aber er sagt, dass es absolut wert war, denn aus seiner Sicht läuft uns als Land die Zeit davon. Auf dem jüngsten NATO-Gipfel am 14. Juni in Brüssel wurde sehr deutlich gemacht, dass mit der NATO-Agenda 2030 der Aufbau einer globalen NATO geplant ist. Sie wollen die Politik der offenen Tür beibehalten, um mehr Partnerschaften mit mehr Ländern in Mitgliedschaften umzuwandeln, damit Artikel 5 angewendet werden kann. Auf der Zielliste der Umwandlung von Partnern in potenzielle Mitglieder stehen Schweden, Finnland, Georgien, die Ukraine, trotz gewisser Abschwächungen durch Präsident Biden gegenüber Zelensky, Bosnien-Herzegowina, Länder in Afrika und im indopazifischen Raum, verstärkte Partnerschaften mit dem Quad, dem Quartett aus Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea, sowie zukünftige Partnerschaften mit Indien. Natürlich würde sich dies immer gegen Russland und China richten, die als Bedrohung und Herausforderung für die sogenannte regelbasierte Ordnung charakterisiert werden. Da auf dem Brüsseler Gipfel auch über den NATO-Aktionsplan 2030 für Klimawandel und Sicherheit gesprochen wurde, wird deutlich und es wurde festgestellt, dass die NATO nun die führende internationale Organisation wird, die die Auswirkungen des Klimawandels und der Sicherheit versteht und sich darauf einstellt. Sie wollen ein Teil der Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus militärischen Aktivitäten sein, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Und Überlegungen zum Klimawandel in das gesamte Arbeitsspektrum der NATO einzubringen. Die NATO wird auf dem Gipfel 2022 ihren ersten Fortschrittsbericht zum Thema Klimawandel und Sicherheit herausgeben, um den Fortschritt zu verfolgen und das Niveau der Ambitionen neu zu bewerten. Was geschieht hier? Von der Nordatlantik-Pakt-Organisation zu einer globalen Militärmacht, die die Agenda des Klimawandels vorantreibt, wie passt das zusammen? Es ist nicht so überraschend, wenn man sich die Überschneidungen zwischen dem Militär und den finanziellen Interessen ansieht. Wir haben kürzlich einen Great Reset Report veröffentlicht, in dem wir gezeigt haben, dass die Wall Street und die City of London hinter der Klimaagenda stehen. Am 25. April hatte die deutsche Zeitung Welt am Sonntag einen ausführlichen Artikel
und Tabellen, Charts, die ebenfalls die komplette Überschneidung von Investmentbanken, Hedgefonds, grünen Organisationen, dem World Wildlife Fund, Fridays for Future, Thinktanks etc. zeigen. Hinzu kommt die völlige Überschneidung der finanziellen Interessen der City of London und der Wall Street mit dem militärisch-industriellen Komplex, wie ihn Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede an die Nation 1961 nannte. Zu diesem MIC, militärisch-industriellen Komplex, MIC, den Ray McGovern, von dem wir später auch hören werden, als auch Mickey Matt bezeichnet hat, Military, Industrial, Congressional, Intelligence, Media, Academia, Think Tank Komplex, gibt es ein sehr nützliches Buch mit dem Titel Understanding the War Industry von Christian Sørensen, das die symbiotische Beziehung zwischen der Kriegsindustrie und der Finanzindustrie dokumentiert. Sehr lesenswert. Nur sein Mittel ist falsch, denn er glaubt, der militärisch-industrielle Komplex könne mit dem Green New Deal abgebaut werden. Und er übersieht völlig, dass der Green New Deal die Politik genau dieses Komplexes ist. Zum Beispiel sind die fünf größten Investoren in Lockheed Martin einige der größten Finanzfirmen der Wall Street. Die State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, die übrigens 8 Billionen Dollar an Geldern von Investoren verwaltet, Capital World Investors und Wellington Management Group. René Sigerson weist in einer kürzlich erschienenen Buchbesprechung dieses Sørensen-Buches darauf hin, dass es dieselben fünf Investoren sind, die große Teile der Aktien aller vier großen Militärproduktionsfirmen in den USA-Staaten, in den USA besitzen. Außerdem sind die Megafirmen des Silicon Valley mit dem Überwachungsapparat der Geheimdienste verwoben, die wir in Russiagate gesehen haben, dem von den Briten gesteuerten Putschversuch gegen Präsident Trump. Und alle antirussischen, antichinesischen Denkfabriken sind mit dieser Politik im Einklang. Zum Beispiel veröffentlichte der Atlantic Council kürzlich den Bericht eines anonymen hohen Regierungsbeamten namens Anonymous mit dem Titel The Longer Telegram, der offen zum Sturz von Präsident Xi Jinping aufruft. Ein Teil davon ist die Drehtür zwischen Wall Street Firmen und dem Kongress, zwischen dem Pentagon und der Militärindustrie, zwischen den Geheimdiensten und den Medien und so weiter und so fort. Zum Beispiel setzte General Dynamics den ehemaligen Befehlshaber des US Central Command, General James Mattis, im Jahr 2013 in seinen Vorstand für einen sehr lukrativen Job. Er verdiente 1 Million Dollar, während er in dieser Position war. Dann sagte er vor dem Kongress aus, dass reduzierte Militärausgaben eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA seien. Dann wurde er 2017 Verteidigungsminister, setzte die endlosen Kriege fort, überwachte Waffenverkäufe an europäische, mittelöstliche Länder, Australien und andere, beendete im Januar 2019 seine Tätigkeit als Verteidigungsminister und trat im August wieder in den Vorstand von General Dynamics ein. Um sicherzustellen, dass die Medien online sind, ist der ehemalige CIA-Chef Brennan jetzt bei MSNBC und der ehemalige Director of National Intelligence, James Clapper, arbeitet jetzt für CNN. Kürzlich verglichen sowohl Gorbatschow als auch Putin die Vereinigten Staaten mit der Sowjetunion. Dass die Vereinigten Staaten einem typischen Szenario eines Imperiums folgen würden. Im Vertrauen auf ihre unbegrenzte Macht schaffen sich Imperien unnötige Probleme, bis sie diese nicht mehr bewältigen können. Einer der Mitgründe für den Zusammenbruch der Sowjetunion war, wenn Sie sich erinnern, die Vernachlässigung von Investitionen in die grundlegende Infrastruktur und den zivilen Teil der Wirtschaft zugunsten des Militär- und Sicherheitsapparates. Mickey Matt hat einen guten Teil der US-Wirtschaft auf Kosten der Infrastruktur übernommen und lässt die Realwirtschaft, Schulen,
Bildung zusammenbrechen. Und was wir in den Vereinigten Staaten sehen, ist eine Art primitive Akkumulation in dem Sinne, wie sie Jewgeni Preobrashensky in den 1920er Jahren für die Sowjetunion diskutiert hat, nur dass sie nicht so legitim ist, wie Preobrashensky damals dachte. Schauen wir uns nun an, was Eisenhower 1961 in seiner Abschiedsrede sagte. Er sagte: Wir sind gezwungen worden, eine permanente Rüstungsindustrie von gewaltigen Ausmaßen zu schaffen. Hinzu kommt, dass 3,5 Millionen Männer und Frauen direkt im Verteidigungsapparat beschäftigt sind. Wir geben jährlich für die militärische Sicherheit mehr aus als das Nettoeinkommen aller Unternehmen der Vereinigten Staaten. Diese Verbindung eines immensen militärischen Establishments mit einer großen Rüstungsindustrie ist neu in der amerikanischen Erfahrung. Der gesamte Einfluss, wirtschaftlich, politisch und sogar spirituell, ist in jeder Stadt, in jedem Bundesstaat und in jedem Büro der Bundesregierung zu spüren. Wir erkennen die zwingende Notwendigkeit dieser Entwicklung. Dennoch dürfen wir nicht versäumen, ihre schwerwiegenden Auswirkungen zu begreifen. Es geht um unsere Arbeit, unsere Ressourcen und unseren Lebensunterhalt, aber auch um die Struktur unserer Gesellschaft selbst. In den Regierungsgremien müssen wir uns dafür hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss erlangt, sei es gewollt oder ungewollt. Das Potenzial für den katastrophalen Aufstieg von fehlgeleiteter Macht existiert und wird weiter bestehen. Wir dürfen niemals zulassen, dass das Gewicht dieser Kombination unsere Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährdet. Wir sollten nichts für selbstverständlich halten. Nur eine wachsame und informierte Bürgerschaft kann die richtige Verzahnung dieser riesigen industriellen und militärischen Maschinerie der Verteidigung mit unseren friedlichen Methoden und Zielen erzwingen, damit Sicherheit und Freiheit gemeinsam gedeihen können. Die dringende Frage lautet also heute: Wird dieses Micimet und sein Äquivalent in Großbritannien und die NATO im Allgemeinen, die bisher vom Prinzip der endlosen Kriege lebt, denn das ist es, was diese Maschine ist, weitergehen und sich ausdehnen, sich globalisieren und sehr bald in einer Konfrontation enden, die das Ende der Zivilisation bedeuten würde? Auch wenn die Leute das, was ich jetzt sagen werde, für utopisch halten mögen, gibt es einen absolut machbaren alternativen Ansatz. Es ist im Prinzip, wenn auch nicht im Detail, das, was Lyndon LaRouche 2005 zur Rettung der US-Autoindustrie vorgeschlagen hat und was als The Economic Recovery Act of 2006 veröffentlicht wurde. Ein umfassender Plan zur Umrüstung großer Teile der industriellen Kapazitäten der USA. Die Vereinigten Staaten und Europa leiden im Moment unter einer Vielzahl von Problemen, die behoben werden könnten. Die American Society of Civil Engineers hat schon vor einigen Jahren gesagt, dass es einen Rückstand von 4,5 Billionen Dollar an Infrastrukturinvestitionen gibt. Man kann diese Zahl leicht verdoppeln oder sogar noch mehr sagen, denn wir haben einen schweren Zusammenbruch der überalterten Infrastruktur, unsichere Brücken, Schlaglöcher in Straßen und Autobahnen und so weiter und so fort. Es gibt in den gesamten Vereinigten Staaten kein Schnellbahnsystem. In den Vereinigten Staaten gibt es lächerliche 30 Kilometer, auf denen die Geschwindigkeit der Züge bis zu 150 Meilen pro Stunde beträgt. 30 Kilometer. Im Vergleich zu 40.000 Kilometer Schnellbahnsystem in China, das 350 Kilometer pro Stunde fährt. Und Testläufe für eine Magnetschwebebahn, die 600 Kilometer pro Stunde fahren soll. Was wir tun müssen, ist, eine nationale Arbeitsgruppe zusammenzustellen, die die fortschrittlichsten Maschinenbauingenieure zusammenbringt und berechnet, was nötig ist, um den größten Teil der militärischen Produktionskapazitäten
für die Produktion moderner Infrastruktur umzurüsten. Ein modernes Schnellbahnsystem, Atomkraftwerke, neue Wissenschaftsstädte und so weiter und so fort. Vorbilder könnten die Reconstruction Finance Corporation und ihre Abwandlung der Defense Plant Corporation Act von 1940 sein, durch die seinerzeit Tausende von Auto- und anderen Industrieanlagen für die Rüstungsproduktion umgerüstet wurden. Diesmal könnte es die umgekehrte Richtung für die zivile Produktion nehmen. Der gesamte Südwesten der Vereinigten Staaten wird seit Jahren von immer größeren Dürren geplagt, die durch Wassermanagementprogramme wie NAWPA 21 behoben werden könnten, dass Korridore mit frischem Wasser liefern, den Rahmen für ein neues System von Infrastruktur, die Produktion von Kernspaltungsanlagen, Entsalzung von Meerwasser, eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und neue Wissenschaftsstädte bilden würde. Dies ist ein Modell einer neuen Wissenschaftsstadt für die Vereinigten Staaten nach dem Vorbild der schönen italienischen Renaissance-Proportionen, um zu verdeutlichen, dass diese neuen Wissenschaftsstädte auch sehr schön sein können. Dies ist nur eine grobe Schätzung, aber es gibt ungefähr heute 6,1 Millionen Menschen, die im militärisch-industriellen Komplex beschäftigt sind. Nicht mitgezählt sind die anderen Aspekte von Mickey Mac, wie die Geheimdienst-Denkfabriken, Medien und so weiter. Könnte ein Teil dieser hochqualifizierten Arbeitskräfte für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Vereinigten Staaten eingesetzt werden? Natürlich muss dies mit LaRouches vier Gesetzen kombiniert werden. Eine globale Glass-Steagall-Bankentrennung, eine Nationalbank in jedem Land, ein Kreditsystem in Form des neuen Bretton Woods, wie es von Franklin D. Roosevelt beabsichtigt war und nicht, wie es von Truman und Churchill umgesetzt wurde. Neue Wirtschaftsplattformen durch internationale Zusammenarbeit in der Fusionsforschung, Zusammenarbeit in der Weltraumforschung zwischen allen Raumfahrtnationen. Ein solches Umdenken muss mit der Übereinkunft der führenden Nationen der Welt beginnen, beim Aufbau eines Weltgesundheitssystems zur Bekämpfung der Pandemie zusammenzuarbeiten, und zwar eines modernen Gesundheitssystems in jedem Land. Dies wird das Thema unseres morgigen Panels sein. LaRouche hat die Reaktionen auf seine Vorschläge vorausgesehen. Er sagte in einer Rede am 27. März 1998, es gibt einen offensichtlichen Einwand, der von den meisten Kritikern zu erwarten ist. Der übliche Einwand wird sein, dass ein so plötzlicher und radikaler Ansatz politisch unmöglich ist. Vielleicht haben diese Kritiker recht. Vielleicht wird es sich als unmöglich erweisen, eine nennenswerte Anzahl von Regierungen zu finden, die bereit sind, solche radikalen Maßnahmen in einem kurzen Zeitraum durchzusetzen. Wenn diese Kritiker in diesem Punkt recht haben, dann wird die Zivilisation das gegenwärtige Jahrhundert nicht in ihrer jetzigen Form überleben. Wenn diese Kritiker recht haben, dann werden die ersten Generationen des kommenden Jahrhunderts in einem planetarischen, neuen, dunklen Zeitalter leben. Eine Katastrophe wie die, die Europa bis Mitte des 14. Jahrhunderts erlebte, aber diesmal in einem planetaren Ausmaß. Solchen Kritikern möchte ich daher mit der folgenden leidenschaftlichen Empfehlung antworten. Lasst die politischen Führer, denen der Wille fehlt, die von mir vorgeschlagenen Maßnahmen durchzuführen, aus dem Weg gehen und übergebt die Handlungsvollmacht an diejenigen unter uns, die bereit sind, diese Maßnahmen zu ergreifen, und zwar sofort. Die unmittelbare Zukunft dieser Zivilisation, wenn sie denn eine unmittelbare Zukunft haben soll, liegt in den Händen derjenigen, die bereit sind, mit Schärfe und Kraft zu handeln, und zwar in der von mir aufgezeigten Weise. Lasst uns also Optimisten sein. Schieben wir die Stimmen dieser nutzlosen Kritiker aus unseren Köpfen und konzentrieren wir uns auf die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um die Katastrophe des wirtschaftlichen Zusammenbruchs abzuwenden,
die uns jetzt in naher Zukunft zu erdrücken droht. Leider wurden LaRouches Warnungen zu seinen Lebzeiten nicht ernst genommen. Vielleicht bedurfte es erst der nuklearen Apokalypse oder an den Rand einer nuklearen Apokalypse zu kommen und der Pandemie, damit die Menschen erkannten, dass wir auf diese weisen Worte von Lyndon LaRouche hören müssen, wie López Portillo im selben Jahr dieser LaRouche-Rede festgestellt hatte. Ich danke Ihnen.